Hey Leute und willkommen zu einem neuen Video. Und zwar haben wir hier das Minecraft Special, das mit dem Star Wars Battlefront 2 Special können wir gleich noch besprechen. Aber hier auf MyPlex Halloween Haywalk oder Havoc, keine Ahnung. Auf jeden Fall spielen wir es doch mal. Difficulty Select in Normal Mode. Oblivion Diamond Sword Name, okay. Gut. Also, jetzt ist natürlich die. Okay, wir arbeiten ja, wir haben die gleichen Klassen. Ich glaube, ich war Berserker, oder? Ich meine ja. Oder? Was war der Rogue? Egal, auf jeden Fall, weil es gab ja ähnliche Sachen schon in den letzten Jahren. Das ist jetzt aber, glaube ich, nochmal neu. Also eben von Halloween Horror hieß es, glaube ich. Die Sachen bisher. It was the night before Halloween. The village of Greater Pumpkin Hill was preparing for festival. But then, the undead attacked. The villagers panicked. However, a band of adventurers stopped in the village, took up the weapons to defend the village. This is where our story begins. Oh, da habe ich das Lesen jetzt total verkackt. Ja, ich weiß nicht, ob es hier wieder der Pumpkin King ist, aber würde mich nicht wundern, ehrlich gesagt. Flame Charge und Seismic Slam. Doch, das Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber vielleicht sind sie auch ein bisschen. Doch, also ich glaube, das sind nicht mehr die gleichen Klassen. Weil ich hatte, glaube ich, so eine goldene Axt zum Werfen und noch eine Diamond Axt. Gut, dann haben sie das halt nochmal reworked. Also die erste Phase ist natürlich keine Challenge. Es wundert mich auch nicht. Oh, da bin ich wohl außerhalb der Area gewesen, in der man sein soll. Gibt es hier irgendwo anders noch Zombies? Ne, sieht nicht danach aus. Ja, also, ja. 28% sind bis was? Also, das hier ist. Ich bin mir gerade nicht sicher. Das hier aktiviert man Rechtsklick. Okay, und das hier auch. Mit Linksklick sind die nur ganz normal, haben die nur so ihre ganz normalen Schlagwerte. Blind Rage. Ich weiß nicht, was ich da mache, ich glaube. Aber damit kann ich unter anderem mehr Schaden. Oder nein, mehr. Lass mich schaden. Ich sehe es von hier aus jetzt nicht. Keine Ahnung, Leute. Und mein Team, zwei Leute sind schon tot. Aber oh, ach so, die kommen wieder, echt? Weil ich sehe das in der Zeit, oder? Oder was war das für eine Zeit? Hätten wir ihn reviven können oder so? Oder werden sie nach der Zeit rausgeschmissen? Oder? Ach, keine Ahnung, Leute. Ist es ja auch nicht so wichtig. Ja, es sind gerade aber viel zu wenig da, als dass ich meine Ulti aktivieren will. Oh, ein Giant, echt? Wo? Da am Eingang, okay. Steht da jetzt was? Das? Nee, keine Ahnung. Aber warum habe ich mich dadurch gerade eben. Habe ich dadurch gerade eben einen Full Gen geholt? Tatsächlich finde ich die Witches hier um einiges gefährlicher. An denen sterbe ich wahrscheinlich nachher noch. Dieser Poison-Effekt ist grässlich. Oh Gott. Muss ich jetzt erstmal zurückziehen. Puh. Die ist mir bis hier gefolgt.
Ja. Ich scheine mich ja echt zu mögen. Ach du heilige Scheiße. Das ist schon wieder eine ganze Meute von denen da. Schnell weg. Ins Haus. Puh, ich glaube, hier bin ich aufs Erste sicher, oder? Sieht so aus, als ob sie nicht die Türen kaputt machen können. Weil ich muss mich hier kurz verstecken, um ein bisschen regen zu können. Alter, komm schon. Geht doch einfach sterben. Ja, also irgendwie können wir ihn reviven, ja. Lass schnell dahin gehen. Sehe ich hier irgendwo sein Todessort? Oh, sieht so aus, als ob es hier ist. Jo, damit sind wir offiziell tot. Und hä, ist das in Sparks neue Texture für den Giant? Als würde kein Texture Pack hier geladen. Also auf jeden Fall hat es mit dem Team hier nicht so gut geklappt. Zwei Leute sind da gleich am Anfang gestorben. Da hat man auch nur eine schlechte Chance. Ich glaube, ich lasse mich jetzt vielleicht einfach auch töten. Ja. Weil es ist schwachsinnig, da jetzt noch was zu machen. 41 hatte ich und dann auch nur 12. Okay. Also normalerweise würde ich euch jetzt hier die Wartezeit natürlich rauscutten. Aber falls es nicht zu lange dauert, cutte ich es nicht, weil dann kann ich noch ein bisschen was erzählen nebenbei. Und zwar, warum jetzt nicht, warum kommt jetzt nicht Star Wars Battlefront 2? Also kein Video dazu. Ja, es gibt einige Probleme, sagen wir es mal so. Also erstens, ich würde ja gerne euch das dann auch in 4K geben, wie ihr es verdient habt. Aber das kann ich nicht so einfach machen. Und es dauert doch länger, oder? Nein, vielleicht doch nicht. Egal, ich erzähle auf jeden Fall mal weiter. Im Notfall kann ich es, wie gesagt, immer noch cutten. Ja, da haben wir schon alle Leute voll. Also, die Sache ist die. Ich wollte das aufnehmen. Aber es ist so, wenn ihr die eine Glitch Exploration Folge kennt, dann wisst ihr, dass das nicht sehr flüssig war. Das liegt daran, weil Star Wars Battlefront 2 zieht an meiner Grafikkarte ohne Ende. Vor allem eben in 4K. Ich habe schon vorgelesen, ich lese es nicht nochmal vor. Und dann ist es natürlich so, da nochmals quasi weiter zu belasten, geht ja nicht, ist jetzt schon zu 100% ausgelastet. Ich kriege ja so schon nur 40 bis 50 FPS, nicht die vollen 60. Und ja, eben darum läuft es bei mir im Spiel sogar einigermaßen flüssig noch. Vielleicht dann habe ich nur noch 30 oder so. Also einigermaßen, es ist spielbar. So. Aber die Aufnahme leckt dann halt sehr. Und genau das ist eben die Sache letztendlich. Und wie soll das Village defenden? Okay. Also, weil die letzte Mal war es so, dass es so Waves gab. Aber ich schwenke jetzt schon wieder vom Thema ab. Aber ich glaube, bei der Special kriege ich erst die 10 extra Essen. Okay, egal. Ich schweife nämlich schon wieder vom Thema ab. Was ich eigentlich sagen wollte, war... ja. Es ist so schwierig halt. Also in 4K geht's nicht. Habe ich den 1080p probiert.
Aber obwohl es ja 1080p ist, habe ich sie auf dem ganzen Bildschirm natürlich. Wenn ich sie im Vollbild habe. Und das bedeutet, dass ich trotzdem in 4K aufnehmen muss. Das würde zwar von der Leistung her gehen, aber das heißt quasi, ich spiele in 1080p, nehme in 4K auf, was dann wieder zu 1080p runterskaliert wird. Also ist es letztendlich ein Bildmaterial, was hochskaliert, runterskaliert und wieder hochskaliert wurde. Und das ist wirklich in keiner Weise das, was ich machen möchte. Also ich denke eher, ich brauche halt leider eine zweite Grafikkarte, dann, um es aufnehmen zu können. Werde ich bald mal schauen, dass ich mir noch eine nicht so leistungsstark halt zulege. Auf jeden Fall ohne ist es... oh, er ist 67%, aber ich brauche meine Ulti. Ich habe nur noch so wenig Leben. Au. Oh, oh, oh. Ja, ich hoffe mal, jemand revived mich. Oh, der eine ist gequittet. Scheiße, das ist nicht gut. Warum mal, den hatten wir doch schon davor. Den Philosophie anscheinend heißt. Und ja, könnt ihr mich bitte re... Egal. Das hat wieder nicht funktioniert. Ich hoffe, dass wir jetzt noch einmal wenigstens ein gutes Team hier bekommen. Das ist halt immer so eine Sache. Es hängt jetzt gar nicht vom Server halt ab, sondern einfach an den Leuten. Nun ja, was will man machen? Aber es ist auch so eine Sache, die schade ist bei Hypixel, wovon ich jetzt nicht mal reden kann. Hypixel hat jetzt nur noch ein paar tausend Spieler immer online, also 1-2000 so. Ja, es war mal so ein großer Server. Da hast du dann manchmal warst du mit 40.000 Leuten da und ja, ist leider nicht mehr so. Ich muss sagen, es gab Sachen, die waren schlecht, ja, das gab's. Aber wirklich, man kann nicht, dass so viele halt auf einmal gehen, weil sie sagen, ein paar Sachen sind halt schlechtes. Ich finde es schade, also weil ich bin sicher, man hätte den Server noch retten können vielleicht. Ich glaube, jetzt halt kommen die Leute wahrscheinlich nicht wieder. Ja, das ist einfach nur schade, aber was soll ich noch zu groß zu sagen, ne? Okay, letzte Runde für heute. Die Evil in the Castle. Achso, oh, da ist eine Burg. Echt? Oder ist das hier die... Achso, ich glaube, das hier ist die Burg. Und ja gut, die kommen rein und los. Ah, dieser Philosoph ist schon wieder gegangen. Ja, toll. Ey, das ist so ein... Ich sehe ja nichts zu sagen, aber der ist einfach richtig asozial. Dass der in Runden reingeht und dann einfach so halt quittet. Das ist, glaube ich, schon das dritte Mal, dass wir das hier sehen. Naja. Tatsächlich, das hier scheint von Spax eine neue Textur zu sein. Okay. Also dabei, ich spiele schon lange 1.11, aber ich habe ihn noch nie gesehen. Aua. Also,
jetzt kann man halt wirklich viele der richtig geilen Spielmodi auf iPixel, was laber ich, auf Mineplex nicht mehr spielen, einfach weil man nicht mehr die benötigten Spieler zusammenbekommt. Ja, aber es ist halt, wie gesagt, schade. Es gab, ich weiß gerade gar nicht mehr, wie der genau hieß, aber auf jeden Fall gab es so einen richtig geilen Modus, wo die eine Seite so das Castle erobern musste und die andere Seite musste so reinkommen. Also es klingt jetzt noch nicht so krass, ja, aber im Game fand ich es schon echt cool, das hat richtig Spaß gemacht, das. Aber schon als der Server noch so groß war, war das problematisch, genug Leute zu finden, weil das war halt nicht so einer der Mainstream-Modus, so sage ich mal. Sowas wie Masterbild oder so kriegt man auch noch jetzt voll einfach. Aber aber halt eben die nicht so typischen Sachen. Da ist es dann sehr problematisch. Ah, scheiße. Der ist jetzt auch noch tot. Shit. Ich kann ihn nicht mehr reviven, glaube ich. Ah, nein, sorry. Ja, was soll ich machen? Scheißrunde, aber naja. Gut. Beenden wir es halt leider mit so einer Runde. Bin ich nicht froh drüber, aber ist halt so und. Moment. Leute, ich glaube, ich bin offiziell dumm. Weil ich dachte irgendwie, wir wären bei. Jetzt bei über 20 Minuten, weil ich vorhin gedacht habe, es wären 17, aber anscheinend sind es jetzt erst 17. Und vor pending friend requests, okay. Mr. Mysterium Eternal. Was will er von mir? What your kid ist der beste Satz. Der beste Satz, der man überhaupt machen kann. Das sollte ab jetzt in alle Bücher rein. Also echt, dass Shakespeare sich das noch nicht mal gedacht hat. What your kid. Ach Gott. Ich meine, diese Leute mit der tollen Grammatik. Also ich will nicht sagen, dass ich nie einen Fehler machen würde. Ja, aber. Also, der Satz ist so offensichtlich falsch. Da kriege ich Kopfschmerzen von. Ich muss gleich eine Tablette nach der Aufnahme nehmen, wegen dieser Aussage hier. Also, das ist wirklich. Nun gut, aber sowas kennt man ja. Ja, aber wegen Mineplex eben, genau dieser Modus, der war halt cool und ja, generell Mineplex hatte viele coole Modi. Natürlich gibt es jetzt eigentlich auch noch alle Modi, aber die musst du dann halt mit eigenen Leuten quasi füllen, weil so an sich kriegst du die halt nicht voll, weil die Leute einfach, weil einfach nicht mehr genug Leute auf dem Server sind. Oder besser gesagt, also nicht mehr genug Leute in den einzelnen Runden. Auch wenn irgendwie viele Leute, also bei vielen Leuten ich es dann komisch finde, weil ich, auch wenn ich 2000 Leute oder so sehe, sehe ich irgendwie nur ein paar hundert Leute in den verschiedenen Spielmodi. Also ich habe irgendwie zumindest das Gefühl, ja, ich hier keine wissenschaftliche Analyse von mir, aber ich habe das Gefühl, dass ganz viele nur in den Lobbys rumhängen oder so. Also in den Lobbys gibt es coole Features, das stimmt aber.
Also nur dort bleiben würde ich jetzt auch nicht. Also jetzt läuft das aber so gut gerade. Wow. Da haben wir doch noch eine geile Abschlussrunde. Wir sind gerade alle vier noch am Leben. In anderen Runden war ich zu dem Zeitpunkt alleine schon, also. Ja. Es läuft zwar gerade nicht gut, was mein Leben angeht, aber für unser Team an sich läuft es gut und wow, sie haben den Giant gekillt, nice. Aber die schlimmsten Gegner warten noch auf uns. Diese behinderten Witches. Ich sag euch, ich hasse die so hart. Aber tatsächlich, wie gesagt, diese Runde fühlt sich sehr gut an. Vielleicht kommen wir ja diesmal bis zum Ende. Also das ist dieses Jahr würde ich sagen nicht so speziell wie die letzten Jahre, aber es ist auf jeden Fall was Neues. Und das ist auch schon schön. Ich glaube, das Serverteam ist auch ziemlich dezimiert. Vielleicht sollte ich mal noch ein Video darüber machen, wenn ich so ein bisschen nachforsche, was so präziser die Vorgänge waren. Gendo the Angel. Oh, warte. Ah, das ist doch der Pumpkin. Es ist der Pumpkin King. The Pumpkin King. Das, also es ist zwar nicht eher präzise, aber er sieht sehr ähnlich aus. Aua! Also na gut, der Pumpkin King hatte natürlich keine Flügel. Aber warte mal, oh, ich bin auch gestorben. Also der hatte natürlich keine Flügel. Aber er hatte halt auch so ein Jack-O-Lantern als Kopf. Also ich bin schon wieder gestorben. Aber wir sind gut im Reviven und wo ist der eine Dude hin? Oh, der ist gequittet. Bitte revive mich auch noch. Das ist nicht passiert. Das ist ein Scheißende. Das stimmt. Aber ich glaube, ich nehme nachher noch ein bisschen was auf und irgendwann vielleicht zum Ende der Hello Week beim Ende Video mit dabei oder extra Video noch, gebe ich euch noch ein bisschen mehr Footage vom Halloween Haywalk. Gut, dann hoffe ich, dass euch dieses Special gefallen hat. Macht's gut. Bis da. Oh, was mal? Was? Wann will? Das ist ein extra Video wert. Macht's gut. Bis dann und ciao.